Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werden wir uns den Adventskalender von den drei Fragezeichen zusammen anschauen. Und zwar geht es hier um das Rätsel des Spukhotels. Das Ganze kann man hier so aufklappen und dann hat man hier so ein Wimmelbild. Und wie man schon sehen kann, gibt es hier keine Zahlen. Das heißt, der Adventskalender ist so aufgebaut, man hat hier so ein kleines Heftchen dabei. So sieht es aus. Und da stehen dann so kleine Geschichten drin und dann muss man diese Geschichte lesen und versuchen, das Rätsel zu entziffern und zu lösen. Und dann findet man einen kleinen Tipp, der einem dabei hilft, welches Türchen man öffnen muss. Hier oben hat man dann auch nochmal so ein kleines Spukbild hier und das kann man dann auch ganz nett aufhängen. Genau, und ich würde mal sagen, wir versuchen einfach mal das erste Rätsel zusammen zu lösen. Genau, erstmal stehen hier noch so ein paar Informationen, wie das Ganze funktioniert. Also hier ist nochmal erklärt, als erstes muss man das Kalenderblatt abreißen, die Geschichte auf der Vorderseite lesen, nun den Fall lösen und mit dem kleinen Lösungsbild, genau das sieht man auch gleich nochmal, das richtige Türchen finden, das Türchen öffnen und das Geschenk herausnehmen. Erst dann die Seite umdrehen, um zu sehen, was du alles damit machen kannst. Genau, hier gibt es auch noch so einen Notfalltipp, also falls man das mal nicht rauskriegt, gibt es auf der Rückseite immer so eine kleine Lösung oder so einen kleinen Tipp, wo dann die richtige Lösung drin steht. Fangen wir mal hier mit dem ersten an. Und zwar ist dann hier diese Geschichte und die lese ich euch einfach mal kurz vor. Und zwar steht hier, Tante Mathilda lief nervös mit einem Notizblock in der Küche auf und ab. Bald ist Weihnachten und es gibt noch so viel zu tun. Wie soll ich das alles noch schaffen? Justus Jonas öffnete den Kühlschrank und goss sich ein Glas kalte Milch ein. Das sagst du jedes Jahr, grinste er. Was steht denn alles auf deinem Block? Seine Tante holte tief Luft. Also, Adventskalenderkranz binden, Kirschkuchen backen, Kamin sauber machen, Lichterketten aufhängen, Geschenke für den Briefträger besorgen, Weihnachtsgans bestellen und. Und dann natürlich der Großeinkauf. Zum Glück habe ich schon einen langen Einkaufszettel gemacht. Hier auf dem Tisch liegt er. In diesem Moment kam Onkel Titus herein und ließ einen Haufen Prospekte auf den Küchentisch fallen. Nun guckt euch an, was wieder alles in unserem Briefkasten gestopft wurde. Nur Werbung und nutzlose Zeitungen. Dabei warte ich auf eine wichtige Auftragsbestätigung. Das hier kann komplett ins Altpapier. Wütend nahm er den Stapel in die Hand und zerriss alles in kleine Stücke. Tante Mathilde sang entsetzt an. Titus, mein Einkaufszettel war dabei. Und dann steht hier unten Aufgabe. Oh Schreck, der Einkaufszettel von Tante Mathilda ist in viele Teile zerrissen. Kannst du diese von oben nach unten in die richtige Reihenfolge bringen? So, und jetzt haben wir hier halt diese kleinen Schnipsel. Und dann muss man halt schauen, hier, man sieht natürlich schon, das ist vielleicht das oberste Stück. Und dann kann man vielleicht hier so ein bisschen die Fransen angucken und schauen, okay, wir haben hier so eine Einkerbung, das könnte dazu passen, das kommt. Und dann sind hier diese Ausstechformen, da haben wir hier noch so ein paar Details drin. Das heißt, wir wissen schon mal 4, 2, 5. Dann kontrollieren wir hier mal rechts und schauen, okay, 4, 2, 5, also müssen wir auf diesem Wimmelbild auf dem Adventskalender diesen kleinen blauen Eimer suchen und einfach mal Ausschau nach dem halten. Das machen wir jetzt auch mal eben. Ich hole nochmal hier den Adventskalender ans Bild. So, und wie man hier vielleicht schon sehen kann, der hier ist ein bisschen auffälliger, hier unten rechts, recht klein, haben wir diesen kleinen blauen Eimer, Wassereimer ist das vielleicht. Und jetzt machen wir einfach mal das Türchen gemeinsam auf. So, und schauen wir mal, was wir hier drin haben. Und zwar verbirgt sich hinter dem ersten Türchen hier so ein schwarzes Ding. Hier sieht man schon so, hier sind so Buchstaben drauf. Okay, und jetzt kann man einfach in diesem Heftchen wieder nachschauen. Und zwar auf der Rückseite steht dann, wie funktioniert. Geheime Nachrichten zu schreiben und zu entschlüsseln ist keine leichte Aufgabe. Wie bei Tante Mathildes Einkaufszettel muss man herausfinden, wie etwas zusammengehört. Und das hier ist ein Kodierschieber. Das heißt also, hier ist es unten nochmal erklärt. Hier, man muss sozusagen hier so ein Blatt Papier reinlegen und dann kann man die Buchstaben verbinden. Und dann zum Beispiel wird es von einem Q, macht man eine Linie zum Beispiel auf diesem Papier zu einem K. Und wenn man alle Buchstaben verbunden hat, kann man damit so eine Art Geheimschrift haben. Also mit diesem Kodierschreiber und dann kann man eine geheime Nachricht vielleicht mal an seine Freunde schicken und dieses Ding vielleicht dabei legen, damit er das entschlüsseln kann. Ist, finde ich, echt eine coole Sache. Ist irgendwie ganz witzig, das mal auszuprobieren und gerade auch für Jüngere, vielleicht so in der Schule oder so, ist das natürlich irgendwie ganz witzig, das mal mitzunehmen.
Das war jetzt in dem ersten drin. Aber alles in allem sieht man ja schon, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist. Und das finde ich auf jeden Fall ein echt cooler Adventskalender irgendwie. Da so mit seinem Partner vielleicht kann man das auch ganz gut spielen, dass man immer so kleine detektivische Sachen lösen kann und seinen Kopf ein bisschen anstrengt.